Der Mops hat nie irgendeine Aufgabe erfüllen müssen. Er war immer nur Familienhund. Und somit gehört er zu den Rassen der Gesellschafts- und Begleithunde. Die Merkmale vom Mops werden im Standard Nummer 253 so beschrieben. Der Mops wirkt ausgesprochen quadratisch und gedrungen. Er ist würdevoll und intelligent. Das ideale Gewicht eines Mopses liegt zwischen 6,3 bis 8,1 Kilogramm, bei einer Widerristhöhe bis 35 cm. Möpse sind zu allen Menschen sowie Tieren freundlich und bellen nur äußerst selten ihr Gegenüber an. Freut er sich über etwas oder ist er aufgeregt, wedelt er mit der Rute, schnorchelt und schnauft durch die Nase, was sich sehr lustig anhört. Der Mops schläft sehr gern, egal ob auf dem Schoß, der Couch oder in seinem Bett. Der Mops ist kein Schoßhündchen, auch wenn man es ihm kaum zutraut. Er ist durchaus beweglich und geschickt. Solche Kletterpartien kann er durchaus bewältigen, wenn er ein wenig motiviert wird. Balancieren, auch das kann der Mops lernen und entwickelt dabei eine erstaunliche Geschicklichkeit. Richtiges Training hält den Mops fit. Dadurch werden Sie auch länger Freude an dem kleinen Kerl haben. Mit der nötigen Geduld kann man dem Tier auch kleine Kunststücke beibringen. Die sehen beim Mops besonders drollig aus. Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Tier. Dann wird nicht nur das Verhältnis zwischen Hund und Mensch intensiver. Auch Ihrer eigenen Gesundheit tut die tägliche Bewegung mit vier Beinern gut. Sie und der Hund bleiben Mops fidel.